Wir hatten 16 Missionen insgesamt und haben mehr als 14.000 Menschen das Leben gerettet. Hallo Sascha, weshalb habt ihr heute eine Pressekonferenz gegeben als Seenotrettungsschiff Juventa? Also mein Name ist Sascha und ich war Einsatzleiter auf der Juventa. Ich bin eigentlich Rettungsassistent und das ist so quasi mein Zugang zu diesem ganzen Thema Seenotrettung gewesen. Wir sind heute hier, weil wir in der Schweiz einen Menschenrechtspreis gewinnen, den Paul-Grüninger-Preis. Den erhalten wir nächste Woche. Und ja, das bekannt zu geben war für uns sehr wichtig und auf der einen Seite eine große Freude, aber auf der anderen Seite auch, um zu zeigen, auf der einen Seite werden wir geehrt und ausgezeichnet für das, was wir getan haben, auf der anderen Seite werden wir angeklagt und ja, diese Diskrepanz aufzuzeigen. Also unser erster Einsatz war am 25. Juni 2016 und am 2. August 2017 wurden wir dann beschlagnahmt. Wir hatten 16 Missionen insgesamt und haben mehr als 14.000 Menschen das Leben gerettet. Was sind die Vorwürfe, die gerade gegen euch erhoben werden? Also im Grunde genommen läuft das alles unter dem Label der Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Uns wird konkret vorgeworfen, mit den Schlepperstrukturen aus Libyen zusammengearbeitet zu haben oder zumindest sie mit unserem Tun unterstützt zu haben. Das ist der Vorwurf. Die Juventa war das erste Schiff, was beschlagnahmt wurde und es war der Auftakt einer medial-politischen, aber auch juristischen Vorgehensweise gegen die NGOs im Mittelmeer. Noch im Sommer 2017, also noch vor unserer Beschlagnahmung, waren wir 12 bis 14 Einsatzschiffe dort im Einsatz, Zivile, nur die Zivilen gerechnet. Und mit unserer Beschlagnahmung wurde dem wirklich einen Riegel vorgeschoben. Also viele haben dann aufgegeben, viele haben erstmal ihre Operation eingestellt, einige auch nie wieder aufgenommen. Und die wieder zurückgekommen sind ins Einsatzgebiet, wurden wirklich jede einzelne nach und nach entweder kurzzeitig festgesetzt, Teile der Crew angeklagt, dann kam es vielleicht nie zu einer Verurteilung, aber es hat erstmal die Operation beendet. Und die Mission Lifeline liegt immer noch im Hafen von Malta. Die Sea-Watch 3 darf gerade nicht auslaufen. Auch die Schiffe der CI wurden nach und nach eher mit bürokratischen Mitteln daran gehindert, wieder auszulaufen. Denn es wurden ihnen die Flaggen entzogen, also die Registrierung. Es wurden Papiere verlangt, die sie nicht vorbringen konnten. Es ist wirklich eine Verunmöglichung der Präsenz der zivilen Seenotrettung. Als Konsequenz unserer, also als Konsequenz dieses ganzen Prozesses, wo wir ein Teil sind. Also im zentralen Mittelmeer kann man wirklich sagen, jede Organisation, die dort jemals tätig war, wurde in den letzten anderthalb Jahren blockiert, behindert und sogar wirklich auch festgesetzt. So. auf der Insel Lesbos gab es viele Organisationen noch im Jahr 2016. Und jetzt sind es wirklich nur noch ganz wenige, weil die Repression dort so stark ist, die Einschüchterung so stark ist. Die Rettungsschwimmerin Sarah Mardini saß über 100 Tage in Untersuchungshaft, zusammen mit Sean Binder, ihrem Kollegen, dafür, dass sie am Strand stand mit einem Fernglas in der Hand. Und solche Urteile, solche Maßnahmen, die haben wirklich eine sehr verheerende Wirkung auf diese Bereitschaft, sich dort einzubringen. Es schüchtert Leute ein, es macht Leuten Angst. Entlang der inneren Grenzen Europas, aber auch so wie der Balkanroute, kann man diese Entwicklung genauso nachvollziehen. Also jedes Mal, wenn sich Menschen wirklich aktiv einsetzen, dann werden sie verfolgt und mit unter Umständen sogar wirklich strafrechtlich verfolgt und von Geldstrafen, von hohen Rentengeldstrafen bis hin zu wirklichen Gefängnisstrafen. Der Plan, der dahinter steht, ist, die zentrale Mittelmeerroute zu schließen. Also sie wirklich sozusagen zu verhindern, dass dort weiterhin Migranten aus Libyen fliehen können nach Europa. Und dafür mussten wir da weg. Denn wir waren nicht nur aktiver Teil der Rettung, sondern wir waren auch Augenzeugen der Vorkommnisse dort im Mittelmeer. Und uns dort rauszuziehen, wir wurden ersetzt durch die sogenannte libysche Küstenwache. Und diese sogenannte libysche Küstenwache geht tagtäglich Verletzungen von Menschenrechten. Sie fängt Menschen ab, bringt sie zurück in ein Bürgerkriegsland, woher sie geflohen sind. Und dieses, das verstößt nicht nur gegen jegliche moralische Kategorie oder auch politische Überzeugung, sondern es ist auch gegen die Menschenrechte. Denn niemand darf zurück
geschickt werden in ein Land, aus dem er flieht. Das ist die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und dies dürfen wir nicht vergessen. Und die libysche Küstenwache macht dies finanziert und koordiniert von europäischen Behörden. Ganz vorne mit dabei natürlich die Italiener, aber mit voller Rückendeckung der EU. Haben diese Erfahrungen von Seenotretten dein Leben verändert? Sowas verändert einen auf jeden Fall. Also die Dinge, die wir da gesehen haben, die werden immer in Erinnerung bleiben. Aber es ist nicht nur negativ, sondern auch positiv. Denn das, was ich am stärksten, das stärkste Gefühl, was ich daraus gezogen habe, die stärkste Lehre, die daraus ziehe, ist, dass wenn man sich zusammentut, dann kann man richtig viel erreichen. Und wir waren wirklich Freiwillige. Wir waren nicht professionell in dem, was wir da getan haben von Anfang an, sondern wir mussten uns da erstmal reinfuchsen, wir mussten lernen, wir mussten dazulernen und trotzdem waren wir sehr effektiv in dem, was wir getan haben. Und das ist eine Kraft, die wir haben und die sollten wir einsetzen, überall da, wo es notwendig ist. Wie sieht es gerade mit Solidarität aus, auch zusätzlich zu dem Preis, den ihr bekommt? Wir erfahren wirklich viel Solidarität. Also es gibt sehr, sehr viele Solidaritätsveranstaltungen, ob es jetzt Konzerte sind, Veranstaltungen, wir werden auf Demonstrationen eingeladen. Es gibt Zuspruch sozusagen aus unserem eigenen Umkreis, aus der Linken, aus der sozialkritischen Szene, nicht nur aus Deutschland, eigentlich aus ganz Europa. Wir bekommen Spenden für das, was wir tun und natürlich auch für die Gerichtskosten. Das ist aber noch lange nicht genug. So. Wir erwarten Kosten in Höhe von 500.000 Euro in den nächsten 3 Jahren und die müssen erstmal zusammengesammelt werden. Und da brauchen wir weiterhin Unterstützung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir auch politisch und mediale Unterstützung. Also Leute, die durch ihre Stellung einfach, ob es jetzt Politiker sind oder irgendwelche Medienleute, die müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen und uns unterstützen. Welche historische Verantwortung hat deiner Ansicht nach Europa auch, Flüchtlinge eigentlich aufnehmen zu müssen oder zumindest auch nicht sterben zu lassen? Ja, es ist nicht nur eine historische Pflicht, es ist eine Pflicht aus dem Hier und Jetzt. Aber natürlich, die Lehre aus den dunkelsten Zeiten Europas ist, dass man Menschen an Grenzen nicht abweist und sie wieder zurück in den fast sicheren Tod schickt. Und das passiert gerade an den europäischen Außengrenzen, im Besonderen auf der Zentralmittelmeerroute, aber auch an den anderen europäischen Außengrenzen und auch an den Innengrenzen. Denn nachdem wir die Ermittlungsverfahren bekannt gegeben wurden, haben wir uns auf die Suche gemacht nach Menschen, denen es genauso geht. Und wir sind zum Beispiel vor ein paar Wochen in den Alpen gewesen, auf der französisch-italienischen Grenze. Und dort, das ist so verrückt, dort sterben Menschen, weil sie über den Pass gehen, im Schnee, nicht darauf vorbereitet, ohne das Wissen. Und da gibt es eine sehr große Parallele zu der See. Denn wenn man nicht richtig vorbereitet ist und nicht das Wissen hat, wie man sich in solchen Gegenden bewegt, dann ist man eigentlich fast sicher den Tod geweiht. Und da sterben wirklich Menschen innerhalb von Europa, weil sie von einem Staat in den nächsten wollen. Und das ist verrückt. Anhand von unserem Fall kann man es vielleicht ganz gut sehen, dass es am Anfang gab es eine sehr breite Unterstützung und auch eine Zusammenarbeit mit den Behörden, um dieses Problem, um irgendwie zumindest eine ansatzweise improvisierte Lösung für dieses Problem zu finden. Und dann dreht sich das Narrativ und rechte und neofaschistische Narrative und Meinungen gewinnen an Oberhand und an Macht. Und diese Macht versuchen sie jetzt mit juristischen Mitteln durchzusetzen. Und es ist nicht nur gegen uns, gegen ganz, ganz viele Menschen. Und ja, das trägt dazu bei, dass dieses toxische Narrativ so stark ist. Und ja, warum Europa seine Grenzen dicht macht und Menschen sterben lässt, ich kann da nur unfassbar daneben stehen und ja. Ja. Mhm. Ja. Gibt es noch was du von dir aus gerne ergänzen würdest? Die Beschlagnahme des Schiffs und unser Prozess soll nicht nur uns abschrecken, weiterhin das zu tun, was wir getan haben, sondern auch alle anderen. Und damit, dass wir stehen mit unserem Namen, mit unseren Gesichtern, dass wir in die Öffentlichkeit treten,
wollen wir andere Menschen dazu ermutigen, sich eben nicht einschüchtern zu lassen. Und das ist die größte Unterstützung, die wir eigentlich haben können, wenn Menschen sich weiterhin solidarisch zeigen mit Menschen auf der Flucht, sich nicht einschüchtern lassen. Und wenn es eine Selbstverständlichkeit wird und bleibt für viele Menschen auch, tagtäglich Hilfe zu leisten, da wo sie notwendig ist. Und das ist für uns die größte Unterstützung in dem Prozess, die wir eigentlich haben können. Und am Ende könnte man es auch umdrehen und sagen, okay, wenn Menschenleben retten oder ein solidarisches Verhalten ein Verbrechen ist, dann sind wir schuldig dieser Solidarität. Und dann fordern wir aber auch alle anderen auf, unsere Komplizen zu sein, genau in diesem Verbrechen. Ja, vielen Dank.